Servus, hier ist der Lieblings-Markus. Ich habe hier den Kalender von Lecker Gemixt 2013 und heute gibt es aus der Kalenderwoche 2 den Kartoffellauchkuchen. Wir machen anstatt Schinkenwürfel Räuchertofuwürfel rein. Aber vom Geschmack her denke ich genauso, vielleicht sogar noch besser. Viel Spaß! Als erstes Gouda. 150 Gramm Gouda. Wir haben so einen ganz tollen, teuren Käse, das ist irgendwie so ein Bierkäse, den habe ich jetzt mal hier reingegeben, aber psch, keinem sagen, sonst kriege ich Ärger. 200 Gramm Gouda, 15 Sekunden Stufe 6, fein reiben. Ist doch super geworden hier. Umfüllen. Nur den Teig. Ich habe den Topf nicht sauber gemacht. Alle Zutaten für den Teig, das heißt 180 Gramm Wasser. Ich habe da schon mal was vorbereitet, damit es schneller geht. Halber Würfel Hefe. 50 Gramm Öl. Ein Teelöffel Salz. Direkt auf die Hefe. Naja. Und 400 Gramm Mehl. Verriegeln, eine Minute, Teigstufe zum Teig verarbeiten. So, also mein Teig ist jetzt noch nicht so richtig teigig, das sind lauter kleine Klümpchen, ist aber gut. Ich muss das jetzt mal umfüllen und noch mal kurz per Hand nachkneten. Aber geht gut raus aus dem Topf. Falsch gemacht habe. So, also ich habe ein paar Mal durchgeknetet und er ist schon super geworden hier. Woran es vielleicht liegen kann, ich habe aus Versehen Weizenmehl Typ 405 gekauft anstatt 505 oder 550. Vielleicht lag es daran. Jedenfalls, Teig ist gut geworden. Das rolle ich jetzt hier in das Backblech und dann 15 Minuten gehen lassen. So, dann machen wir mal weiter. Crème fraîche 200 Gramm auf dem Teig verteilen. So, darauf kommen jetzt die Kartoffeln. Verteilen. Jetzt Lauch und Feta darüber verteilen. Also es waren, ja siehst du, ich muss auch sagen was. Das waren 4 bis 5 Kartoffeln und 100 Gramm Lauch. Bei mir waren es sogar 5 Kartoffeln etwas größer. Also wir haben jetzt gut hier drauf gepasst. Und Feta auch. 200 Gramm Feta. So, jetzt gibst du hier 200 Gramm Schmand rein. Uff, das kommt schon von alleine raus. Ein Ei. Schinkenwürfel, 150 Gramm Schinkenwürfel oder 150 Gramm Räuchertofu. Zack. Den geriebenen Käse von vorhin. Ja. Und die Gewürze, die kommen natürlich auch rein. Und zwar eine Messerspitze. Muskat. Ich liebe Muskat. Kommt noch ein bisschen mehr rein. Eine Messerspitze Salz. Oh, ein bisschen mehr. Und eine Messerspitze Pfeffer. Deckel drauf. Messbecher. 20 Sekunden Stufe 4. Sieht sehr pampig aus. Und das jetzt noch übergießen. Jetzt 20 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Ofen.
So, das ist jetzt der fertige Kuchen. Wir haben ihn 5 Minuten länger drin gelassen. Ich finde, hat auch was gebracht. Ist richtig schön farbig geworden. Und hier mit dem Lauch, der ist auch so ein bisschen dunkler geworden. Sieht sehr lecker aus. Und jetzt wird noch probiert. So, ist leider schon 11 Uhr, deswegen muss ich das Probieren übernehmen. Aber das mache ich natürlich gerne. Ich hatte nämlich immer noch kein richtiges Abendessen heute. Also dann, guten Appetit. Mmh. Mmh. Oh, schmeckt köstlich. Ein bisschen wie Zwiebelkuchen, aber einfach nicht so fettig und mastig durch die Kartoffeln. Der Boden ist auch total gut geworden. Und der Räuchertofu gibt einen ganz erstaunlichen, fast so fleischmäßigen Rauchgeschmack rein. Ganz toll. Und ich bin sicher, es schmeckt viel besser, als das mit dem Schinken gedacht war. Und ich finde, es sieht auch viel schöner aus als mit Schinken. Also dann, das drehe ich mir jetzt noch rein. Guten Abend und guten Appetit. Tschüss.